Leute, weiter geht's mit Let's Play Vampire Zone 2 Everlasting Blood. Zuallererst werden wir wieder unseren Sicherheitsspielstand überspeichern. Dann werden wir die Musik ändern, die Kampfmusik. Blood. I need Blood. So, und dann machen wir unsere Runde. Und ich hoffe, dass mir, bis wir fertig sind, mir einfällt, was wir überhaupt gemacht haben beim letzten Mal. Denn ich weiß es schon wieder nicht mehr. Hier sind wir komplett fertig. Das gefällt mir. Dann bräuchten wir hier, glaube ich, noch Schattenrunen. Nein, wir haben schon alle 10. Oh, toll. Da haben wir 4, da haben wir 4, da haben wir 2. Super, das heißt, wir bräuchten halt nur, ich glaube, einmal fast volle Seelen, oder? Seelen, ja, also 80. Oh. 80 Seelen bräuchten wir also. Naja, lass mich durch. Ein Säuretrank, 4 Speichersteine, 2 Vampirsteine und 12.761 Filar erhalten. Blutnektar erhalten. So, was hätten wir denn zu verkaufen? Nur noch 2 Blitzstaub. Dann haben wir auch da das Maximum erreicht. So, dass wir den Rest verkaufen würden. Das gefällt mir. In der Heilung. Naja. Haben wir hier nicht irgendwo etwas, das kein Artefakt war, bekommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt 9 Gewitter. Da muss ich mal nachsehen, ob wir das können. Aber sonst haben wir nichts zu verkaufen. Sehen wir mal kurz nach, ob wir das schon können. Gewitter. Dann würde ich das Rezept 9 nämlich verkaufen. Können wir. Dann wird es verkauft. Hier. 500 Filar, super. So, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir Alyda jetzt komplett fertig haben. In der letzten Aufnahme gemacht haben. Und, ich weiß es wieder. Wir waren beim Foltern. Genau, die Quest mit dem Foltern, die machen wir dann auch. Schön. So gefällt mir das. Ging natürlich noch besser, aber 22.848 Filar Steuern sind doch nicht zu verachten. So, haben wir rote Armbänder. Nein, haben wir nicht. Gut, dann lesen wir einen Brief. Wir haben ja neue Post sicherlich bekommen. Oder Marlex hat die bekommen. Neue E-Mail, elektronische Post. Hey, du bist schwer in Ordnung. Hoffentlich bekommen Piep und ich das auch so cool hin wie du. Das hoffe ich doch. So, dann würde ich jetzt als nächstes...
Ich glaube, ich gehe mal kurz zu Darcius. Als nächstes. Ich würde nämlich gerne wissen wollen, ob er wieder etwas Neues hat. Wenn ja, würde ich mir das eben kurz leisten. Er hat nichts Neues. Gut, dann geben wir unser gesamtes Geld für Söldner aus. ...25 können wir uns leisten, na dann kaufen wir uns 25. Das sind zu viele. Wie viel können wir uns denn noch leisten? Bis wir voll sind. Voll, 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 voll. Alles voll und hier fehlen nur noch 18. Dann kaufen wir uns 18 Söldner. Dann sind wir komplett voll, Leute. Super. So Leute, uns gehören ganze 6 Schlösser und in jedem Schloss haben wir mindestens 99 Söldner. Das gefällt mir doch sehr gut. Haben wir eigentlich schon, also ich weiß, wir haben Ordun fertig und wir haben uns im Schloss fertig umgesehen, aber haben wir die Katakomben schon gemacht? Da muss ich jetzt mal nachsehen. Haben wir das Fragment bereits? Das Fragment der Runentafel. 2, 4, 6. Ja, haben wir auch schon geholt. Super. Dann machen wir jetzt die Quests für... die wir, glaube ich, von dem Heiler haben. Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, der Heiler mit dem Heilertempel. Den Clan-Söldner und den Eris haben wir ja durch. So, Menü, Aufgaben. So, rede mit Nyria vor dem Schloss und erkunde den Tempel. Da muss ich ja erstmal wieder alle ablegen, also aus dem Team werfen. So, davor wird aber gespeichert. Ah, wir speichern mit Seelen. Okay, es geht nicht. Das ist echt blöd, dass man mit Escape dann nicht mehr speichern kann. Naja. Okay. Nyria aus der Gruppe entlassen, damit sie vorne stehen kann. Auch wenn sie gerade hier ist. Elaine aus der Gruppe entlassen. Damit wir alleine sind. Wir müssen ja, glaube ich, mit wir, also Nyria und ich, müssten, glaube ich, hin, oder? Jetzt waren Elaine und Nyria schon unterwegs. Aska und Alex. Und jetzt Walner und Nyria. Ah, hier ist sie nicht. Ist sie links? Ja, da ist sie. Bist du bereit, mit mir zum Heilertempel zu gehen, Walner? Ja, gehen wir. Ob sich seit dem letzten Mal viel verändert hat? Sieht ja sehr einladend aus. Wir wollen in einen geheimen Tempel des Clans eindringen und keinen Tee trinken. Oh, Verzeihung, das tust du ja ohnehin nicht. Ha, echt hast du. Geh voraus, ich möchte das möglichst schnell hinter mich bringen.
ganz meine Rede. Hinweis, um die Mission zu unterbrechen und zum Schloss zurückzukehren, Map nach unten verlassen. Dabei bleiben allerdings sämtliche mitgeführten Einheiten unwiederbringlich zurück. Zuflucht und Fluchttrank sind während der Mission deaktiviert. Oh, ich habe nur einen Schritt nach unten gemacht. Ich wollte mich da unten nämlich umsehen, bevor ich aus der Karte rausgehe. Willst du dich erstmal aufs Schloss zurückziehen? Dann lass mir eure Truppen aber als Nachhut hier. Nein. Kämpfen wir. Eine Echse. Zum Glück sind Walner und Nyria bereits ein eingespieltes Team. Okay, hier ist was für eine Höhle. 1813 Filaten. Geheimnis. Hier ist eine Höhle. Ah, hier gehe ich einmal im Kreis. Okay. Unten wäre auch eine Höhle, aber da komme ich ja leider nicht hin. Meh. Naja. Gehen wir mal hier rein. Ein Vogel. Ein großer, bunter Vogel. Und er ist schneller besiegt als die Echsen. ...3974 Filar erhalten. Geheimnis. Engelsamulett erhalten. Geheimnis. Wie viele haben wir davon jetzt schon? 3. Plus 5 Intelligenz. Brauchen wir die überhaupt? Hier hätten wir mit dem Ring der Liebe 6 Intelligenz. Okay, das heißt, wir werden ein Engelsamulett verkaufen. Denn der Ring der Liebe ist besser als das Engelsamulett. Dann gehen wir als nächstes hier rein. Oh. Da war wohl jemand allein unterwegs und unvorsichtig. Armer Kerl. Ich will gar nicht wissen, wo der Rest ist. 154 Fehler erhalten. Geheimnis. Alter, das war dann nie. Nyri macht keinen Schaden. Dieser Vogel hier ist, kann sich besser wehren. Wehrhafter, wollte ich sagen. Ist wehrhafter, genau. Zwei Blutelixiere erhalten, einen Tank der Ewigkeit erhalten. Was haben wir denn hier? 2.741 Filar erhalten. Geheimnis. 2.100 Filar erhalten. Geheimnis. Blutrune erhalten. Geheimnis. Lebensanker erhalten. Super, haben wir jetzt 3? Asep, ich sehe mal nach, ob wir schon 3 haben. Hätten wir. Das heißt, wenn wir die anderen wieder haben, können wir... Ich komme da nicht durch. Können wir wieder
unser Leben erhöhen. Toll! ...1418 Fila erhalten. Geheimnis. Da wird es rausgehen. Ja, kämpfen wir mal gegen den. Okay, hier scheint nichts zu sein. Gehen wir hier nach links. 2690 Filaten. Geheimnis. Da scheint es irgendwie nach oben weiter zu gehen. Ich gehe erstmal nach unten weiter. Irgendwie glaube ich, wir sind jetzt komplett weitergegangen. Dann kämpfen wir mal. Super. Die Gegner hier sind schnell besiegt. So, hier wäre noch mal eine Höhle. Rotes Armband erhalten. Warum war der erste Vogel so schwach? Naja. Okay, also wir könnten hier in diese Höhle rein. Oder da rüber oder da runter. Ich will mal da runter. Feuersphäre für 2 erhalten, 500 Fila erhalten. Ach Mist, ich hab schon wieder vergessen. Egal. Das Armband erhalten. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Irgendwie glaube ich, wir sind jetzt wieder unten. Ah nein, ich habe schon wieder vergessen.